Morgen! Guten Morgen! Ist das eine geile Kamera, Freunde, oder? Ist das eine geile Kamera, Freunde, oder? Ja. Ich glaube, das wird ein komischer Podcast heute. Ich habe keine Stimme. Entweder wir müssen Juni reden lassen. Ich glaube, Carsten merkt das nicht. Es geht aber nicht, weil Juni streamt gleich ab 10 Uhr in 7 Minuten. Oder wir müssen so eine KI-Voice machen. Ich tippe die ganze Zeit was ein, was ich sagen will und spiele es dann ab. Mike sagt, das NFL-Team, die Patriots, sind so und so und so. Wow, ja. Schaut das gut aus, ja. Das ist Junis Kamera. Ja, ist meine Kamera. Ich habe die aus Hamburg mitgenommen. Aber ich bin ja dafür, dass Mike sich ein Donugol macht, damit er auch eine sich holt. Hihihi, mit dem Objektiv. Chat, wer ist dabei? Donugol, 2000 Euro. Nein, so viel brauchst du nicht. Wie teuer ist die? Muss ich nochmal gucken, aktuelle Preise. Also das Objektiv hat 300 gekostet. Wenn Juni dein NFL-Wissen hat, dann kann sie dich ersetzen. Ich bin ehrlich, die weiß noch mehr. Haben wir nicht auch die Clips hier von dem Panini-Stream, wo Juni die Namen vorgelesen hat? Von Bell? Von Bell? Von Bell? Das war sehr, sehr lustig. Guten Morgen, Frau Juni. Guten Morgen. Ey, Ceres, ne, und Patex, guten Morgen. Ihr müsst auch gleich in den IAL von Juni aufpassen, danke, ne? Ja. 1000 Euro Inflation. Guten Morgen, Danny Slays. Hallo, Clemens Schmid. Chat, Clemens Schmid hat seine Klasse gewonnen beim 24-Stunden-Rennen in Spa. Herzlichen Glückwunsch schon mal, Clemens. GG. Sehr, sehr gut. Ich glaube, overall 17. ne? Ey, das wird mit der Stimme echt schwierig. Ja, du darfst nicht so schreien. Aber das Mikrofon ist so weit weg. Ja, dann machst du ein bisschen empfindlicher, oder nicht? Kann ich es ein bisschen näher ran, oder ist das mit der Kamera dann so? Ah ja, so weit geht's. Ja. Dann rückst du vielleicht noch ein bisschen oder so. Ja. Ich wollte den Leuten erstmal so ein schönes Bild erstmal geben. Ich glaube aber, wenn du normal redest, das geht fast. Geht's euch allen gut? Willst du mal kurz noch sagen, was du gleich machst? Also nein, Juni, nicht. Juni startet in 5 Minuten auch einen Stream. Nein. Du startest nein. auch einen Stream. Von Bell, von The Bells, Fall B. Ja, das ist es. Oh, Miki, sehr, sehr süß. Danke, Ceres, für den Clip. Schaut euch den mal an. Also Juni startet in 5 Minuten ein IRL für Boomer wie Clemens Schmid, die nicht wissen, was ein IRL ist. Sie läuft gleich durch München, hat ein mobiles Setup dabei und streamt und hat sich jetzt auch spontan überlegt, dass sie durch die Stadt läuft, was zu essen sucht und was noch. Das war's. Einfach Kaffee. 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 Einfach nur so ein Guten Morgen Walkie. Guten Morgen Walkie, ja. Parallel machen wir jetzt hier gleich Podcast. Und ich muss viel Carsten reden lassen. Ich glaube, das wird er hassen, dass er viel reden muss. Ja. Ich muss Danke sagen für den Hype-Train. Kannst du mir den Gefallen tun und Danke sagen, wer gesubbt hat hier? Dankeschön, ihr Süßes. Danke an Miki für 13 Monate, Elfo für 29. Simone auf Stufe 3 im 17. Was? Stufe Monat. 3? Maschallah. Dann haben wir 4-3 Maxi mit 37 Monate. Mr. Joe hat abonniert. Oh, frischer Prime. Willkommen, willkommen. Wir hatten lange keinen frischen Prime mehr. Mr. Joe, Maxi, Simone, Elfo und Migi. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. 13 Monate, noch keinen einzigen bereut. Sehr süß. Danke für den Hype Train. Simone, danke für Stufe 3. Dicker Kuss. Und die Pille für den Mann mit Prime abonniert. Wird noch mal Zeit hier. Was für ein Account das auch immer ist, ey. Und ganz viele Offline-Follows. Mr. Joe, der hat reingefolgt und Prime da gelassen. Sub da gelassen. Ja. Alles deine Leute auch, oder? Blockmonster. Blockmonster, ja, Pastellkreider ist mir auch jetzt erst gefolgt. Ja, danke schön. Sorry, ich höre normal nur den Podcast seit Day One. Ey, muss ich nicht entschuldigen. Dankeschön, dankeschön. Du musst dich jetzt fertig machen, oder? Ja. Ja. Dankeschön. Für das schöne Bild am Anfang. Seid artig. Ich kann echt nicht so viel reden. Ich merke das jetzt schon, ey, leider. Brauchst du noch irgendwas, soll ich dir was holen? Die Tabletten oder so? Ich hole dir. Oder vielleicht eine Heiztablette, ja. Sag ich ja. Danke. Seid artig und lass mir eine Kamera heile. Die Kamera ist schon geil, ne? Die ist schon. Tschö, Juni. See you on the other side. Ceres freut sich schon auf den IRL. Übrigens, es kann sein, Juni und ich hatten gestern einen langen Talk über, wie das hier theoretisch mal aussehen könnte. Vielleicht brauchen wir auch für das ein oder andere Ceres mal. So. Gehen wir hier rein. Leute, danke für die ganzen Resubs, vielen lieben Dank. Oh, ich darf nicht so nah ran, weil sonst bin ich aus dem Bild. So? Ja, die ist sehr nah dran, die Kamera, weil du keinen Platz hast, um sie weiter hinten zu positionieren. Das ist für heute, ist es doch super. Weil alles voll ist. Für heute, Chat, ich glaube, Sound passt, Bild passt, oder? Das passt alles. Es sieht ja noch mehr Maschallah aus.
Jetzt kommen noch mehr Leute. Dankeschön. Die ganzen Frauen werden weggeblockt. Zeres, jedes weibliche Wesen im Chat kassiert einen Bann. Nein! 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 Gleich kommt Kratzer Kaktus. Weg! So. Keine Musik, sehr gut. Wartet mal. Ich mach irgendwas an. Okay. Also, wir gehen jetzt gleich in den Podcast rein. Quatschen ein bisschen mit Carsten über die NFL. Aber ihr hört's, ich bin krank gewesen. Juni hat sich gekümmert um mich. Nee, wollte ich nicht. Ich wollte nur so ein bisschen annehmen, wenn ich in den Flur schaue. Tschüss. Schönen Stream. Tschüss, Streamy. Viel Spaß. Was die Frau befiehlt, sagt Mangofuchs. Mangofuchs ist Junis Soldat.